Lieben und herzlich willkommen bei Animal Crossing New Horizons. Heute zeige ich euch für Anfänger Tipps und Tricks und dann fangen wir mal gleich an. So, dann drücken wir jetzt mal auf A. Dann reden wir am besten jetzt erstmal mit den Bewohnern, weil das ist auch ganz wichtig, weil die geben manchmal DIYs, Crafting-Rezepte oder Geschenke. Jetzt lädt es. So, dann gehen wir jetzt mal ins Haus von dem Marion. Das ist ein Mitbewohner von mir. Bin unterwegs, sollte es wichtig sein, such mich, Marion. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu Norbert in sein Haus. Mal gucken, ob er da ist. So, oh, 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 da ist ja auch schon. Ah, da ist der Norbert. Hi Squirt, du machst mal wieder einen richtig fitten Eindruck. Ich wollte mit dir reden. Eine Jeanshose, etwas schlicht, aber ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Du willst einfach nur nicht, dass deine Klamotten von deinem einzigartigen Trizeps ablenken. Gut, jetzt gehen wir mal zu Marion. Mal gucken, wo der ist. Da ist er. Da, zusammen mit dem Kescher. So. Die Insel ist echt mickrig. Oder wie erklärst du dir sonst, dass wir uns ständig auf die Füße treten? Lass uns plaudern. Sag mal, hast du in letzter Zeit essens ständig einen Sechser gezogen, Knuffi? Jeden Tag. So. Gänseblümchen, der nennt mich immer Gänseblümchen. Das ist auch so lustig. Der nennt doch immer so, also das ist sein Zauberwort ist Knuffi. Und vom Norbert ist das Zauberwort Squirt. So, jetzt gucken wir mal, wo hier Unkraut ist, weil das ist auch ganz wichtig, dass wir Unkraut zupfen. Weil dann kann man das entweder verkaufen oder wir stellen ein Blättchen schon her. Aber ich glaube, ich habe hier nichts mehr, weil ich meine, ich habe hier alles schon abgerupft. Nehmen wir jetzt mal den Sprungstab. Und springen auf die andere Seite, weil da sehe ich schon Unkraut. Und holen wir jetzt mal Unkraut. Da, ganz viel Unkraut. Ich habe schon auf der anderen Seite ganz viel Unkraut gesammelt. Und habe dann verkauft und ein Blättchenschirm daraus gemacht. Weil ich finde nicht so schön, wenn man Unkraut auf der Insel hat. Dann sieht das jetzt so ein bisschen schöner aus, wenn man jetzt kein Unkraut hat. Und da bekommt man dann auch Geld dafür. Ich sage jetzt mal 180 Sternis oder so. Und jetzt nehmen wir mal die Leiter und klettern nach unten. Dann gehen wir jetzt mal wieder zur anderen Seite, zum Service Center. Weil da verkaufen wir das nämlich. Und jetzt verkaufen wir bei Nep unser Unkraut. Falls ihr noch etwas anderes Unnützliches habt, dann könnt ihr es natürlich auch verkaufen. Oder am besten gucken wir jetzt erstmal in der Krimskramskiste. Das ist nämlich eine Krimskramskiste. Da sind manchmal ein Karton. Bei mir war jetzt einmal ein Karton drin. Oder irgendwas anderes drin. Aber dann gehen wir jetzt mal zum Nep. Willkommen, Luisa. Was kann ich heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Sehr gern. Was hast du anzubieten? Also hat man halt seine Tasche und dann muss man halt auf A drücken, was man halt dann nicht mehr braucht. Wir brauchen jetzt kein Unkraut mehr. Und dann drücken wir jetzt auf Plus und geben es ihm. Unkraut. Dafür können wir dir 130 Sternis anbieten. Abgemacht. Und somit bekommt ihr dann auch immer wieder Geld, wenn ihr was Unnützliches habt. Jetzt gehen wir mal ins Lager und gucken mal, wie der Blättchenschirm aussieht. Also ich zeige ihn euch. Gehen wir jetzt mal in mein Haus. Dum, dum, dum. So. Das ist das Haus. Und dann gehen wir jetzt mal ins Lager.
So, da habe ich nämlich zwei Blättchenschirme. Genau, hier. So sieht halt der Blättchenschirm aus. Ich decke den jetzt mal in die Tasche. Den kann ich Ihnen euch nämlich zeigen. So, hier draußen kann man den öffnen, ausrüsten und dann sieht er halt so aus. Dann schützt man sich so gesagt vor der Sonne und das finde ich irgendwie so süß und auch ein bisschen lustig, wenn man damit so rumrennt. Und ja, dann gehen wir jetzt mal zum Strand und gucken mal, ob da Wasserlöcher sind. Und dann gehen wir jetzt mal hier, ob hier, da ist ein Wasserloch. Dann habt ihr eine Teppichmuschel. Das ist sehr gut, weil damit könnt ihr nämlich Köder herstellen. Dann gehen wir jetzt mal auf die Tasche, weil den habe ich nämlich schon mal hergestellt. So sieht der Köder aus. Und jetzt stelle ich den mal her an meiner Bauhilfswerkbank. Also auf den Bauhilfswerkbank meinte ich. Das wollen wir natürlich nicht. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Dann habt ihr da so gesagt, dann habt ihr so gesagt eine Liste, wo die ganzen Sachen drin sind, die ihr machen könnt, herstellen könnt. Und da habe ich einen Köder. Da braucht ihr eine Teppichmuschel dafür. Und dann stelle ich jetzt mal her. Der Köder ist fertig. So, dann mal genug fürs Erste. Was auch wichtig ist, wenn das Service Center noch ein Zelt ist, dann müsst ihr unbedingt beim Ladenbau helfen, weil dann haben die nämlich dann einen Laden. Dann müsst ihr zum NEP gehen und dann steht er dann oben. Also ich zeige es euch jetzt mal. Ich habe zwar jetzt, also ich habe schon Hartholz abgegeben und Weichholz. Dann sagt er mal, willkommen Luisa, was kann ich heute für dich tun? Dann steht er zum Ladenbau, dann geht ihr da drauf. Im Moment bieten wir unseren werten Inselbewohnern um Baustoffspenden für den Laden, den wir bauen wollen. Und dann könnt ihr halt, ich will was beitragen. Oder ihr könnt halt drücken, was war noch nötig. Wir brauchen Holz, Hartholz, Weichholz und Eisenerz. 30 Stück von allem. Genau, also ihr braucht halt von jedem 30 Stück. Das ist auch wichtig, dass ihr dabei helft. Und das gehen wir jetzt mal zum Nook-Portal. Dann bekommt ihr immer einmal pro Tag erhalten die für den Zugriff auf das Nook-Portal Bonusmeilen. Vierter Tag in Folge 150 Bonusmeilen. Und dann könnt ihr halt einen Service wählen. Es ist wichtig, dass ihr jeden Tag zum Nook-Portal geht, weil ihr bekommt jeden Tag Bonusmeilen. Und jetzt gehen wir mal am besten zum Flughafen, weil das ist nämlich ein Kartenständer. Und es ist auch wichtig, dass ihr Karten schreibt den Bewohnern. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie man das macht. Und wenn ihr eine Karte verschickt, dann bekommt ihr meistens auch eine Rückmeldung und ein Geschenk dazu. Das zeige ich euch gleich, aber erstmal zeige ich euch, wie man eine Karte schreibt. Also wir sind ja jetzt im Flughafen und dann gehen wir jetzt mal zum Kartenständer. Der sieht dann so aus. Ein Kartenständer. Man kann hier wohl für 200 Sternis Nachrichten per Karte verschicken. Die kostet halt 200 Sternis. Und dann verschicken wir jetzt mal eine Karte an einen Nachbarn, einen Freund oder ihr könnt es halt auch suchen. Da könnt ihr halt aussuchen. Ich schreibe jetzt mal Norbert. Man darf sich dann eine Karte aussuchen und ich finde die Karten richtig cool. Und dann nehmen wir jetzt mal am besten diese Glücksklee-Karte. Dann drücken wir auf OK. Dann könnt ihr OK, weiterschreiben oder Geschenk. Am besten machen wir jetzt mal ein Geschenk und dann gucken wir jetzt mal, was wir dem so schenken können. Ich gebe dir mal ein Blättchenschirm, weil davon habe ich zwei.
und dann auf OK drücken. Und jetzt wird er verschickt. Dann wird es halt abgezogen von eurem Betrag, den ihr schon gesammelt habt von den Sternis. Und jetzt zeige ich euch mal, ich habe gestern schon eine Karte geschrieben und dann zeige ich euch jetzt mal, wie das jetzt so ist mit dem Zurückschreiben. Habe ich hier Post. So, dann gehen wir jetzt mal zu Marion, weil ich habe gestern den Marion geschrieben. Das ist lustig. Und dann bekommt man halt auch immer von Nook Academy oder Nook Meilenprogramm oder von Nook, von Tom Nook bekommt man halt manchmal Briefe. Und da habe ich jetzt Nooks Meilenprogramm. Genau, und jetzt gehen wir mal aufs Geschenk. Stecken wir das jetzt mal in unsere Tasche und das auch noch. Gehen wir jetzt wieder hin. So, und jetzt gehen wir mal auf unsere Tasche, also in unsere Tasche. Und packen das Geschenk jetzt mal aus. Ein Nook Inkbeutel. Wow, cool. Was ist da drin? Ein Flechttischchen. Cool. Dann stellen wir mal ein Flechttischchen mal hier hin. Würde ich mal sagen. Platzieren. Oh. Sieht ja schön aus. Super. So, und jetzt tragen wir mal den Nook Inkbeutel. Das sieht ja ganz süß aus. Cool. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden in Zukunft weitere Videos von Animal Crossing kommen. Und mich würde es freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.